Die Formation Trio Malert Hirschfeld wurde 2007 gegründet, um in sehr bodenständiger Art und Weise den Hauptthemen der Wiener auf den Grund zu gehen: dem Tod, dem Wein und der Liebe. Es ist also diesmal der Ausflug in das Wienerische mit der Wiener, Altwiener Knöpfernharmonika. Also ein sehr traditionsreiches Instrument, und Schrammelmusik und Wiener Musik gehört bei uns ins Abonnement hinein. Diese Knöpfernharmonika ist ja jetzt viel mehr schon wieder gefördert, aber ich kann mich die Anfangszeit bei mir erinnern, da hat es fast nichts mehr gegeben. Also weder die Kontragitarre noch die Knöpfernharmonika. Nur der bei uns mitspielt, der Professor Rudi Malert, der ist ja der Guru der Wiener Musik für uns. Und der spielt es natürlich hervorragend. Was macht diese Musik aus? Grundsätzlich ist ja ein ganz besonderer Bestandteil von Wien ist ja, dass Wien die einzige Stadt der Welt ist, die eine eigene musikalische Mundart hat. Das war natürlich deswegen, weil ja das eigentlich die Kaiserstadt war. Da musste ja alles nobler sein. Daher hat auch der Johann Strauss so groß Fuß fassen können. Und in anschließend, also nach dem Strauss, dann diese Brüder Schrammeln, diese ganz hervorragenden Geiger. Was wird denn noch heuer alles den Abonnenten hier kulturell in Wilnoldorf angeboten? Wir haben heuer noch am 14. Mai die Julia Stemberger bei uns. Am 14. Mai im Glassaal im Migazehaus. Dann ist das Abo für heuer vorbei. Aber wir haben für nächstes Jahr das Abo schon fix fertig. Und es werden wieder einige Highlights drinnen sein.